So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Port Royal 4 in der spanischen Kampagne. So, wir müssen direkt mal gucken, wie das bei unserer Produktion aussieht. Fehlt noch einiges. So, da müssen wir mal überlegen. 380. Fehlen sogar noch ein paar, wenn ich das richtig sehe. Ne? So, mal kurz durchrechnen. 280. 20 mehr werden 300. 440. Es fehlen also noch für 60 Mann fehlt noch Arbeitsraum. Ne? Das heißt, wir müssen tatsächlich noch mal ein bisschen nachlegen. Beziehungsweise Tage bis Fertigstellung 4. Ah, es sind noch gar nicht alle fertig. Gut. Gut. Das heißt, wir brauchen uns da erstmal gar nicht drum kümmern. Was wir allerdings mal machen könnten. Wir werden mal anfangen, schon mal Einwohner einzusammeln. Macht schon mal Sinn. So, hier fehlt uns wieder Wohnraum. Hier ist nicht so schön. So. Taverne hat schon mal gezählt. Das ist schon mal gut. So, dann müssen wir mal gucken. Wohngebiet. So, dann werden wir nämlich gleich nochmal gucken, dass wir nochmal eine Taverne bauen. Und nochmal eine Kapelle bauen. So, und dann erweitern wir nochmal das Wohngebiet. Das sieht nämlich schon mal ganz gut aus. Eine einzelne Kriegsgaleone. Auch nicht schlecht. Erstaunen aber, bis jetzt hat der John Hawkins sich verkrümelt hier von unseren Standorten. So, dann werden wir die Stadt mal wieder ein bisschen versorgen. Ja, muss schon mal wieder ein klein bisschen Geld zusammen. Bürger nehmen wir uns ruhig auch nochmal mit. So, und dann werden wir gucken. Wir werden uns mal komplett vollhauen mit Tabak. So. Erstaunlich aber, den guten John Hawkins haben wir bis jetzt bloß einmal nochmal gesehen. Haben wir bis jetzt also tatsächlich nochmal Glück gehabt. Mal. So, hier können wir auch wieder ein bisschen Handel treiben. Sehr gut. Okay. Leider Gottes bloß Minimalwerte, die wir hier handeln können. So, mal Tabak. Nehmen wir schon mal ein bisschen Baumwolle mit.
so und dann auf nach Havanna. Da brauchen wir auf jeden Fall Arbeitskräfte. Sobald wir die nächste Manufaktur oder beziehungsweise die nächste Verwaltung freischalten können, werden wir unsere Betriebe dann wieder lahmlegen. Damit wir hier nicht wieder unnötig Geld ausgeben. Dann werden wir uns komplett nur auf Sevilla konzentrieren. Das ist jetzt erstmal nur, damit wir die Quest fertig kriegen. Einen anderen Grund hat das tatsächlich erstmal gerade nicht. So, hier machen wir auch noch mal ein bisschen. 1000. Sorgen wir die Stadt gleich wieder ein klein bisschen. Haben die Burschen uns auch gleich wieder ein bisschen was da. So, 181. Da werden wir noch mal ein bisschen Lebensmittel mitnehmen. Ein bisschen Bier können wir schon mal einbauen. So, sehr gut. Damit haben wir zu wenig Wohnraum in Havanna. Gucken wir mal, was unsere Betriebe sagen. Betriebe sind fertiggestellt. Gut, dann gucken wir mal. Produktion. Haben wir noch nicht genügend, ne? So. Scheinen wir erstmal nochmal jede Menge Arbeit daran schaffen zu müssen. Ah, hier ist er wieder, John Hawkins. Er dreht hier immer eine Runde, wie mir scheint, ne? Einzige Problem an der Sache ist natürlich immer, ihn ausfindig zu machen. Man müsste halt wissen, welche Route er genau fährt. Oh. Das ist jetzt ungünstig. Das ist jetzt ungünstig. Ich glaube, wir werden uns gar nicht wehren können. Ne? Wir haben halt keine Besatzung dabei. Da können wir bloß schießen. Da können wir leider Gottes erstmal nur schießen. Ich hoffe mal nicht, dass die uns jetzt entern. Das wäre natürlich mad. Da müssen wir nochmal laden. Oh. Gut, das heißt, wir werden nochmal laden, meine Freunde. Denn wir haben gerade eins unserer Linienschiffe verloren. Gut. So, das bedeutet aber, wir werden uns unsere Mannschaft nochmal voll machen. Müssen wir mal gucken, wo wir hier genügend Arbeitskräfte herkriegen. Das wollen wir natürlich nicht, dass die uns jetzt hier unsere Linienschiffe klauen. John Hawkins ist hier vorne gerade. Okay. Radar Delete. Problem ist, wir bräuchten halt eigentlich eine Stadt, wo wir gerade gut kämpfen können. Andererseits, wir werden das erstmal außen vor lassen.
Das macht, glaube ich, aktuell nicht so viel Sinn. Wir müssen halt nur darauf achten, dass wir John Hawkins nicht unbedingt gerade in die Kanonen fahren. Den Kampf werden wir erstmal ein bisschen außen vor lassen. So, jetzt müssen wir bloß mal überlegen, was wir vorhin gemacht hatten. Ich glaube, eine Kapelle hatten wir nochmal gebaut. Hm? Taverne. Kapelle. So, und dann hat man hier nochmal ein Wohnhaus dran gesetzt. Oh, das war der Stand, den wir letztes Mal hatten, glaube ich. Jetzt müssten wir wieder auf Kurs sein. So, bisschen Kaffee. Ein bisschen Kakao. Eisenwaren werden wir hier nochmal lassen. So, die Arbeitskräfte werden wir nochmal mitnehmen. Die scheinen wir hier nämlich aktuell gerade nicht zu brauchen. Dann packen wir unser Schiff nochmal voll. So, und dann werden wir hier erstmal nochmal speichern, damit uns das wie eben nicht nochmal passiert. So. Werden wir nämlich erstmal unsere Städte versorgen. Und wenn wir unsere Städte versorgt haben, dann werden wir nochmal zurückkehren. Wir wissen ja jetzt hier, dass der gute John Hawkins hier patrouilliert. Und dann werden wir mit einer vollen Besatzung nochmal wiederkommen und den Burschen mal wieder vertreiben. Damit er sich nicht nochmal wagt, uns hier anzugreifen. Es war nämlich leicht unschön gerade. Wir haben uns leicht auf dem falschen Fuß erwischt. So, hier gibt es jede Menge Tabak. Okay. So, hier nehmen wir nochmal Besatzung mit. Dann gucken wir mal. Hier mache ich nochmal ein bisschen Tabak mit. Das war eine recht unschöne Begegnung gerade. Wir hätten zwar auch tricksen können, wir haben ja noch einmal die Fluchttaktik gehabt, aber die müsste ich eigentlich nicht für so eine Situation verwenden. Die möchte ich nicht für so eine Situation verwenden, tatsächlich. Zu 600 Mann Besatzung braucht man nämlich. Müssen wir halt, wie gesagt, bloß dran denken, dass wir in Havanna dann unsere Betriebe wieder stilllegen. Weil die dann fertig sind. Ich werde das nicht vergessen. Hm. Können wir auch gleich nochmal ein bisschen was da lassen. Solange der Preis stimmt. So, das sieht gut aus. Aber hier nehme ich tatsächlich direkt noch mal ein bisschen was anderes mitnehmen. 18 Mal. Hm, Fleisch nehmen wir auch noch mal mit. So, wunderbar. Würde ich fast sagen, wir machen mal Trick 17. Wir werden mal an den französischen Inseln vorbeifahren. Wohnraum 94% Auslastung. Guck mal, was unsere Betriebe sagen. 185. Da ist noch Luft nach oben.
Alter, die haben aber hier auch ganz schön viele. Man weiß schon wieder die Franzosen hier. Hm? So, sehr gut. Hier werden wir nämlich auch schon wieder Waren los. Das gefällt mir nämlich sehr gut. Mal überall gleich wieder ein bisschen was an Geld machen. So, Keramik können wir auch wieder abladen. So, und dafür können wir hier stattdessen ein bisschen Kleidung mitnehmen. Und Stoff. Oh, praktisch. Die Burschens hatten eine leichte Überproduktion an Stoff, wie mir scheint. Hm? So. 100%. Wobei. Ja, doch, 100% Wohnraumsauslastung. Oh. Dann müssen wir da ein bisschen nachhelfen. So, dann müssen wir mal gucken. Achso, wir können doch nicht ausbauen, ne? Uns fehlen die Arbeiter. Uns fehlen leider Gottes die Arbeiter. Müssen wir mal hoffen, dass die Stadt aktuell automatisch ausgebaut wird von der KI. Fahren gegen den Wind und haben Küstenflachwasser, ne? Das verlangsamt unseren Konvoi natürlich massiv gerade. Hm. Ich staune, dass der Konvoi von dem John Hawkins nur unseren Militärkonvoi gerade angegriffen hat, ne? Ich hätte gedacht, dass der auch unseren automatischen überfällt. Ich meine, ich bin nicht böse. Ich bin froh, dass es so ist, aber... 85, 14 mal rum brauchen wir also noch. 14 mal rum. So, aktuell sind wir noch voll, ne? So. Jetzt wieder gucken, dass wir überall wieder ein bisschen was da lassen. So. Kakao könnten wir rein theoretisch wieder ein bisschen was verkaufen. Und auch gleich wieder ein paar gute Geschäfte gemacht. So, ein bisschen Kakao nehmen wir wieder mit. So, das denke ich mal, können wir erstmal so lassen. Sieht nämlich ganz gut aus. So, wir haben beim Pensacola nämlich mal fleißig unsere ganzen Waren verkaufen. Also die Franzosen haben aber auch massiv viele Militärkonvois hier, ne? Schau mal das an, alleine bei der Stadt. Ein bisschen übertrieben, die Verteidigung, wie ich finde. Ich meine, gut, Frankreich hat ziemlich wenig Städte, ne? Die haben halt bloß 6 Städte, wie es aussieht. Beziehungsweise hier oben vielleicht noch 1, 2. Dafür haben die eine ganz schön starke Militärmacht. So, dann gucken wir mal, was wir hier als Belohnung kriegen. Reparatur, sehr schön. Und 30 mal Ruhmpunkte. Das hat sich mal wieder gelohnt.
Auch wieder einiges da lassen. Machen wir ganz schön gute Geschäfte, wie wir sehen hier in den französischen Kolonien hier. Ne? Lohnt sich. Schauen wir, ob wir hier noch was mitnehmen können. Ja, minimal. So, Hanf nehmen wir ein bisschen was mit. Oh, und Bier nehmen wir ruhig ein bisschen was mit. Wir haben bestimmt hier oben sowieso wieder los. So, und damit haben wir auch schon wieder die 1 Million geknackt. Ja, gut. So, meine Freunde, wir sind gerade wieder knapp vor 20 Minuten, beziehungsweise wir haben die 20 Minuten sogar schon wieder erreicht. Wir werden nächste Folge, wie gesagt, mal schauen, dass wir den guten John Hawkins beseitigen. Wir haben ja gesehen, er greift uns auch an, wenn wir anscheinend nicht die Piratenflagge draußen haben. Dementsprechend werden wir da mal ein bisschen auf die Jagd nach dem Guten gehen. Lasst mir gerne wieder ein klein bisschen Support in Form eines Däumchens da. Würde mich tierisch freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel und ciao, ciao.